So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect. Heute mal mit Mütze, weil, ja. Gestern war lang, Haare sehen scheiße aus. Bedingt auch durch die Mütze gerade, aber auch so sahen die nicht gut aus. So, hoffe alles soweit okay, läuft flüssig und man hört alles. Weiß ich ja nicht. Und dann wollen wir mal weitermachen, nicht wahr? Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Ich sollte vielleicht doch mal... Pass auf, ich zeig das mal. Das Ding, ja, wenn man das jetzt sieht. Ich sollte das auch dahin packen, wo es hingehört, damit ich auch was höre. Sonst ein bisschen blöd. Also für mich, nicht für euch. Sie vom Botschafter. Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Alles klar, dann gehen wir wieder zurück. Zum Glück waren wir da gerade nicht. Super. Was heißt, solange es nur die Mütze ist? Was untenrum abgeht, das wisst ihr ja nicht. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Wirklich? Sehr interessant. Vorher schienen Sie ja nicht unbedingt gewillt zu sein, mir zu helfen. Warum haben Sie Ihre Einstellung geändert? Der Rat hat sich Ihrer Meinung angeschlossen, dass Saren gefährlich ist. Darum haben wir Sie zum Spectre ernannt. Wir haben nur gezögert, die gesamte Macht der Zitadellflotte gegen ihn einzusetzen. Der gesamte Rat hofft darauf, dass Sie erfolgreich sein werden. Deswegen wollen wir Ihnen die neuesten Informationen mitteilen. Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Sie meinen Spione? Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer Sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen Sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. So, muss mal gerade meine Maus ein bisschen entheddern. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten Ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Bei Shepard kann man es ja machen, ne? Wir werden lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. So, jetzt wissen wir Bescheid. Würmeier ist auch eine der Hauptmissionen. Und so viele gibt es gar nicht mehr in The Mass Effect. Und ich würde sagen, wir haben in der letzten Folge, haben wir damit einen geredet? Haben wir, glaube ich. Einen wunderschönen guten Abend, KKPC-Player, meine werte Dame. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auch nochmal zur Zitadelle. Da zittern wir eine Runde ab. Weil wir können jetzt ein paar Missionchen abgeben und... Was können wir denn noch machen? Was ist das hier? Was ist nochmal Asteroid X57? Ich weiß es gerade nicht mehr. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Könnt ihr mir das nochmal sagen. Aber wie gesagt, erstmal zur Citadel ein bisschen Missionen abgeben. Ein paar neue Missionen, glaube ich, holen. Und dann... Ne? Wollen wir mal schauen, was wir weitermachen. Ob wir dann schon nach Noveria gehen oder erstmal ein paar Nebenmissionen machen. Und den ist ja doch. Das kennst du nicht auswendig. Okay, ich bin jetzt enttäuscht. Du hast doch gesagt, du bist das wandelnde Lösungsbuch für Mass Effect. Aber ist ja kein Problem. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben ja ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Natürlich. Was soll ich für Sie tun?
Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Wollen Sie damit sagen, dass dieser Computer nun selbstständig denkt? Wir sind nicht blöd, Shepard. Das ist eine virtuelle Intelligenz. Natürlich keine echte seid ihr nicht KI. Blöd. Sie hat kein Selbstbewusstsein und kann nicht auf externe Systeme zugreifen. Wir haben hier nichts Illegales getan. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. VIs bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Ja, wir kümmern uns drum. Keine Sorge, Admiral. Ich werde das Ding ausschalten. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen. Aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Ich möchte das aber nochmal festhalten. Wir sind hier kein Mensch mehr, wir sind jetzt ein Shepard, so. Ja, aber das wäre ja vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn ich das jetzt wüsste. Aber man kann ja einfach mal nachschauen später. Aber bevor ich jetzt zur Citadel gehe, gehen wir jetzt erstmal nämlich ins Soul-System. Also in unser Sonnensystem, sozusagen. Ja gut. Das ist ja jetzt, muss ja nicht blöd sein, ne, dass sie das nicht glauben, sondern einfach nur Ignoranz. Oder unwahrscheinlich. Menschen sind halt so, die glauben manche Dinge nicht, wenn sie nicht wissen, dass das so ist. So, was können wir denn auf der Erde? Auf der Erde können wir, glaube ich, nichts machen. Schade eigentlich. Das wäre cool, wenn man auf der Erde landen könnte, wäre das ziemlich, ziemlich fett. Wir gucken mal. Ich glaube, hier kann man sowieso nichts machen, oder? Außer jetzt auf den Mond. Aber wir schauen uns mal alles an. Ich wollte eigentlich... Ja, naiv auch. Nicht immer, aber immer öfter. Ich wollte eigentlich so diese ganzen Erkundungssachen wollte ich mal so machen, ohne Stream, weil das ist relativ langweilig, aber es bringt halt Erfahrung. Das ging aber nicht, weil ich ja dann diese super tolle Meldung hatte von dem Rat, dass ich da, ne, wegen Wörmeier und so. Ja gut, ich glaube, hier kann man nichts machen. Das heißt, wir gehen auf den Mond. Weil die Mission, das ist zwar auch nur eine Nebenmission, aber ich finde die ziemlich nice. Wir nehmen ihn mit. Ach komm, hier ist ja scheißegal, wir verlassen ja... Doch, wir verlassen das schon. Ich nehme mal euch beide mit. Passt schon. Wir lernen hier sozusagen jemanden kennen, den wir dann im zweiten Teil wieder treffen. Deswegen mag ich die, Mission irgendwie. Finde ich cool. Das, natürlich ist das eine Nebenmission. Ich muss sie ja nicht machen. Wenn ich sage Nebenmission, dann muss das so sein. So, da ist das Testgelände. Aber erstmal fahren wir mit dem Margo Schlangenlinien. Oh, ey, und wieder mit 5 km/h hier über den Mond. Na klar. Naja, wobei, naja, Liara ist ja schon irgendwo schon eine Hauptmission. Aber hier rekrutieren wir niemanden und. Es ist für die Story zwar wichtig, aber es ist, die Liara-Mission ist schon, notwendig, sage ich mal, weil das wäre dumm, wenn man die nicht, rekrutiert. Was? Dieses Auto, als ich das zum ersten Mal gefahren bin, verstand ich nicht, wie ich aussteige. Ja. Oh, ich bin vorbeigefahren. Ja, den sagt doch keiner was. Das ging mir auch so, als ich nach 1,5 Jahren das Spiel wieder angehauen habe, wusste ich auch erstmal nicht, wie ich aussteige, aber das hat sich gelegt. So, wahrscheinlich werde ich das hier gar nicht machen können, weil meine Technikfähigkeit oder Elektronikfähigkeit ist zu gering. Oder, kann ich? CCCP Luna 23, ja natürlich, ach deine Mutti, ey. Wo ist es? Da ist er. Ich habe gerade gedacht, der ist weg. So, dann wollen wir mal aufs Testgelände. Da müssen wir jetzt ein bisschen Special Tricks und so, weil wir müssen aufpassen. Ich finde das... Ja, toll. Warte mal. Wie kann ich nochmal? Verdammt. Nee, so mache ich Licht an meiner Tastatur an. Ah. Ich finde, das sieht extrem geil
aus. Also nicht das jetzt, sondern eigentlich die Erde, aber irgendwie der Marco will mich verarschen. Jetzt fahr doch mal hoch, du Scheißteil. Boah, mit so einem Auto ist man echt gestraft, ey. Meine Fresse. So, jetzt, das da, hier, da. Das habe ich bestimmt, warte, Rakete? Ich habe bestimmt jetzt Hackett getötet oder so. Huch, die schießen ja schon. Warte. So. Ist ja eigentlich noch mehr. Da hinten sind auch noch Raketendingens. Bummens. Naja, schießt mal alle da irgendwo, wo ich gar nicht mehr bin. Das ist super. Juhu, Level up. Da freut sich auch der Marco. Ach, die Erde. Das sieht schon richtig, richtig nice aus. Finde ich. Auch wenn die Grafik an und für sich nicht mehr so die neueste ist. Also ich habe letztens gelesen, dass ich was im Chat lesen muss. Das habe ich letztens gelesen. Moment. Ich versuche gleich zu lesen, aber ich muss erstmal hier kurz die komischen so kaputt machen. Fahren wir mal aus dem Weg. So. Im Arsch. Habe sie mal getroffen. Wäre lustig, das mal in den Nachrichten in der M3 zu hören oder so. Ja, das wäre geil, wenn ich jetzt irgendwie jemanden getroffen hätte, so. Wäre schon lustig. Aber ich glaube nicht. Ich habe letztens gelesen, dass BioWare darüber nachdenkt, die komplette Mass Effect Trilogie nochmal neu rauszubringen. Es gab ja die Mass Effect Trilogy, wo man halt alle drei Teile drin hatte und bla bla bla. Aber die wollen das nochmal remastern und HD'en und was weiß ich nicht noch alles. Und da soll dann auch der erste Teil eine etwas hübschere Grafik bekommen. Muss ich bestimmt kaputt machen. Und ich würde das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich fett finden, wenn die das wirklich machen würden. Und eventuell, also das meinte der, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, irgendein, ich glaube sogar der Chef von BioWare oder Chefdesigner oder irgendwie so einer, meinte, er würde wahrscheinlich dann auch alle DLCs, die es bisher für Mass Effect gab, mit reinhauen einfach. Und da kann man dann halt ein bisschen, eine Drohne. Da kann man dann auch als Fan schreiben, was man gerne hätte von Mass Effect. Aber leider wurde schon gesagt, das Kampfsystem vom ersten Teil wird nicht verbessert. Also nicht an die anderen Teile angelehnt. Das ist schade. Ja, das kann sein, dass ich dein Auto gerade kaputt geschossen habe. Es tut mir eigentlich nicht leid, weil, ganz ehrlich, ich bin Shepard und wenn ich ein Auto kaputt schieße, dann hat das schon seine Gründe. Ja, das muss man mal so verstehen. Die Autos waren bestimmt Feinde der Allianz. Ha, Drohne! Ich treffe nicht, verdammt. Oh, da sind noch mehr Drohnen. Nein, Shepard. Nein, Drohne, weg. Pfui. Ja, bestimmt dein Auto war so ein... Boah, ich weiß gar nicht. Das war bestimmt so ein ganz schlimmes Decepticon oder so. Und der Shepard hat's gewusst. So, 4. Dann lebt sie wieder. Aber ich würde das nice finden, wenn das nochmal so remastered wird, die ganze Geschichte. Ach, wir sind gleich 3, na klar. Ich habe keine... Das ist jetzt doof. Moment, achso, es geht gerade nicht. Okay, wartet kurz, Drohnen. Ich muss euch mal hier kurz singularitieren. Das interessiert euch gar nicht, ne? Ja, ist auch gut. Warum lege ich mir eigentlich nicht die Fähigkeiten von denen auf den Schnellslot? Ich weiß es nicht. Ah, da hinten ist auch noch ein Energieanschluss. Machen wir auch kaputt. Mehr ist hier nicht. Na, ist ja einfach. Ist ja total relaxed hier. So, hier haben wir... Da müssen wir ganz viel gleich kaputt schießen. Und dann hat sich das auch schon mit dieser Mission. Ist nicht wirklich schwer, aber... Ich finde sie trotzdem cool. Alarm! Giftgas wurde in den Bunker eingeleitet. Ach du meine Güte, Giftgas! Giftgas!
Aber auch das ist Shepard egal. Denn Shepard braucht keine Luft zum Atmen, er ist halt Shepard. Der kann 15 Stunden lang die Luft anhalten, kein Problem. Hier ist kein Giftgas mehr. Eigentlich müsste die KI ja klug genug sein und überall hätte ich jetzt Giftgas eigentlich einströmen lassen. Aber naja, kaputt. Ach, Scheißdreck. 8 Jahre, du bist doch kacke. Wir warten eine Runde. Aha. Achso, guck mal, die hat ihre Fähigkeiten verzögern sogar. Das ist ja toll. So, auch kaputt. Und auch kaputt durch. Die Lichter auf der optischen Anzeige blinken auf und verlöschen. Einer der 3 VI-Cluster ist offline. Und ich bin gerade auch im Standbild. Hä? Moment. Was ist hier passiert? Aha. Ja, das ist nice. Mass Effect funktioniert gerade nicht mehr. Das ist super. Und ich habe natürlich nicht gespeichert. Das heißt, wir dürfen die ganze Super-Mission gleich nochmal machen. Jetzt muss ich Mass Effect erstmal nochmal neu starten, weil Mass Effect ist scheiße. Ich mag Mass Effect nicht mehr, das ist doof. So. Ach, immer dieser Stress. Schön schwarzer Bildschirm, das ist hier Premium-Effekte. Ach, das ist so. Ach, jetzt muss ich mir auch den ganzen Scheiß nochmal anhören. Das ist doch blöd, ey. Muss ich alles jetzt überspringen. Ja, fortsetzen. Och, Menno. Ach nee, cool. Er hat ein Autosave gemacht, wo wir hier auf dem Mond waren. Na gut, das geht ja dann. Ist ja okay. So. Wir scheißen jetzt auf diese komische Sonde da, weil passiert da eh nichts. Und schleichen jetzt ganz langsam mit dem Marco dahin. Ja, das ist auch schön. Einfach mal abgeschmiert. Warum nicht? Das ist aber bestimmt die KI, die hat dann gesagt, ne, so geht das nicht. Ich glaube, da komme ich da hoch. Oder da? Also da komme ich auf jeden Fall hoch. Hier bin ich, ich fahre jetzt einfach da an. Das ist der sichere Weg. Das sollte funktionieren. Nehme ich eigentlich noch auf? Ja, alles gut. Müsste alles noch gut sein. So, du bist doof, hier kriegst du eine Rakete ab. Und du kriegst noch eine ab, weil du bist doppelt doof. Oh, das ist natürlich nervig, ey. Also, mehr so... Autosaves wären schon ziemlich gut. Ich habe auch schon wieder vergessen, wo war denn hier nochmal... Schnellspeicher? F5? F6? Ich drück einfach mal. Nö. Ja, F6. Oh, ich muss ja da lang. Warte mal, ich kann, glaube ich, von hier schon mal ein paar ausschalten. Kurz ein bisschen. Ach, na ja, genau. Überlastet, na klar. Juhu, noch ein Stufenaufstieg. Dass das der gleiche ist, ist ja egal. Spielt keine Rolle. Oh, ich hasse sowas, ey. Wenn ich dann so einen Kack wegen irgendeinem Scheiß, ja, so einen Kack wegen Kacken nochmal machen muss, dann ist das blöd. Hi. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das war einer von 3 VI-Clustern. Das bedeutet ja, dass ich dann noch woanders hin muss. Ja, eben, ja, speichern. Habe ich aber beim letzten Mal gesagt, da müsste er immer sagen, speichern. Ich bin jemand, ich vergesse das. Ich liebe Spiele mit Autosave, weil ich denke, so, speichern. Denke selbst nie daran. Mehr oder weniger. So, was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade sagen, dass ich glaube, das war einer von 3 VI-Clustern. Das heißt, wir haben, das ist auch wieder so eine Mission, die uns auf mehrere Planeten bringt. Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Oh.
Ja, das läuft. Ich würde ja gern snipern, aber die Sniper ist mir hier zu scheiße, ey. Warte, nein, ich bin doch... Ich habe den genau getroffen. Ich habe das gesehen. Ja, wow, das hat jetzt viel gebracht, ey. So, wir rotzen die alleine weg. Na, oder auch nicht. Kommen die da eigentlich auch schon? Ich muss ein bisschen auf die Minimap auch mal gucken. Ach, Mann, ist doch scheiße, wenn die so streut. Was soll denn das? I don't like this. Jetzt kommen sie. Jawohl, die war super. Vielleicht. Also ich könnte mich jetzt irren. Ja. Ja, egal, alles nehmen. Ich könnte mich irren. Ich sollte vielleicht die Granaten nochmal umbauen. Weil ich glaube, Antitorianergas bringt mir gegen die Drohnen jetzt, naja, wenig. Aber jetzt habe ich leider auch keine Granate mehr. Stirb! Oder auch nicht. Warte mal, jetzt kann ich doch bestimmt hier mal kurz was machen. Nein? Hm, toll. Na gut, dann warte ich, bis ich wieder schießen kann. Ihr seid ja eh nutzlos. So. One-Hit-Kill. So sieht's aus. Können wir aufhören, mich zu beschießen, ihr scheiß Drohnen? Was soll denn das? Jetzt macht da auch mal was. Ihr seid doch Biotika. Haut rein. Macht irgendwas. Helft mir. Bin ich auf Kaffeefahrt. Naja, natürlich. Schutzschild und so. Schon klar. Verrecke. Und da hinten ist noch eine. Ja, Leben ist noch safe. Oh, oh, oh. Sie kommt. Hilfe. Das. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, einer stirbt schon gleich. Oder auch nicht. Sterbt! Boah, wie schnell die immer überhitzen. Ich finde das in Mass Effect 2 so gut, dass wir einfach Munition haben. Und wie jede Scheiß stirbt. Munition ein... Oh, 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 oh. Nicht gut. Nein, 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 nicht gut. Dass wir einfach jede Munition auch nutzen können. Ich finde das einfach so gut, weil mich das im ersten Teil schon immer angekotzt hat, mit diesem blöden Überhitzen, ey. Ich meine, im Grunde ist es ja dasselbe, ob man jetzt ein Magazin wechselt oder das überhitzt, aber trotzdem, es nervt irgendwie. Ich weiß, man könnte jetzt auch irgendwie Upgrades machen, dass es nicht so schnell überhitzt, aber... Nö. Dann hätte ich ja gar nichts, worüber ich mich jetzt aufregen könnte, das wäre doch blöd. So, speichern. Ab und zu lerne ich dann auch dazu. Und nochmal das Ganze. Giftgas. Oh mein Gott, Giftgas. Auch kaputt. Auch kaputt. Eigentlich wollte ich ja nur auf die Citadel ein bisschen was abgeben, ein bisschen was neu holen und dann... Sie leuchtet... Oh, sie leuchtet blau. Und dann, ja, gucken. Nebenmission machen oder halt nach Noveria gehen. Aber hier wieder Stress ohne Ende. Kommt die alte Hackfresse und sagt, hier komm, Trapper, du musst das jetzt machen. Der Hackett, ey. Der kriegt auch nichts alleine gebacken. So, ich speichere jetzt nochmal. Es geht natürlich nicht. Blödes Spiel, ey. Hast du schon so einen komischen Schnellspeicherpunkt und dann geht das nicht, oder? So. Ha, es geht. Speichern. Nein. Speichern. Speichern. Geht doch. Okay. Das bedeutet Journal öffnen. Das bedeutet VI außer Kontrolle. Die VI-Röhren zerstören. Ach so, das ist aber alles noch hier auf dem Planet. Also auf dem Mond. Na gut. Send wie viel Dosis. Only for Admiral Hackfresser. Oder ist das hier? Ja, muss ja hier sein. Es führt mich zumindest nirgendwo anders hin. Boah, ey, wenn du schneller laufen könntest, Shepard, das wäre so toll.
So, fahren wir mal hier hin. Ach stimmt, so war das. Ist ja auch toll. Warum haben die da keinen Verbindungsgang gebaut? Also echt mal, wir hatten das hier konstruiert. Wir müssen ja die armen Arbeiter, die an der KI gearbeitet haben, immer rein, raus. Ist doch voll nervig. Ja, ist zu gering. Ich weiß. Shepard kann halt nichts. Kann ich das? Natürlich ist es zu gering. Ich weiß. Ich sollte vielleicht noch mal kurz hier einen auf den machen. Wenn wir... Nee. Ich dachte gerade, ich werde beschossen. Warum fehlgeschlagen? Ach du Arsch, speicher doch, ey. Wenn ich sag speichern, dann speichern. Und nicht fehlgeschlagen. Puh. Oh, die ballern mir aber auch ordentlich eins auf die Fresse, ey. Nein, Drohne, nicht schießen! Das ist böse. Warte mal. Doppelüberlastung. Hat das was gebracht? Nö. Boah, hier sind so viele von denen einfach. Ich finde das immer voll unfair. Oh, oh. Kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen? Schieß mal lieber hier auf die komischen Drohnen. So, ich mache jetzt eine ganz spezielle Taktik. Shepard, du sollst... Genau. Versteck mich nämlich jetzt hier und... Beballer die einfach von hier hinten. Außer die eine, weil die kommt nicht. Die habe ich so kaputt. Oder auch nicht. Was kann ich hier machen? Ja. Aha. Das war sehr effektiv. Und ihr seid auch super effektiv, wenn ihr die ganze Zeit hier gegen... Was hat euch die Wand getan? Nichts. Mann. Ja, jetzt beweg dich doch nicht. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Ungut. Singularität, irgendwas, tut was. Ah, Hilfe. Hui. Okay, jetzt müssen wir sie kaputt hauen. Oder auch nicht. Doch, müssen sie kaputt machen. Yara, mach sie kaputt. So, kaputt. Ja, alles easy hier. War alles so geplant. Ich würde ihm gerne mal nur dabei zugucken, wie er irgendwas alleine macht. Los, Rex. Mach sie kaputt. Ah, okay. Anscheinend hat Rex gerade keine Lust. Na gut, dann möchte ich ihn ja auch nicht zwingen. Ist ja nicht so unsere Art. So, wie viel haben wir denn noch? Ja, genau. Erstmal schön wieder die Wand kaputt schießen. Ihr habt's drauf. Haben die ihre Fähigkeiten eingesetzt? Nö, war doch. Hab ich gar nicht bemerkt. Oh. Ach du Schlawiner, du. Das war aber... Taktik over 9000. Und jetzt treffe ich nicht mehr. Waren das alle... Toll. Ich darf nicht speichern. Ich finde das so dumm, ey. Warum kann ich nicht überall speichern einfach? Ist doch nun scheißegal. Ist doch meine Sache, ob ich dann mitten im Kampf speichere oder nicht. Dann habe ich so die Arschkarte, wenn ich das wieder neu lade. Muss ich die eigentlich überhaupt kaputt schießen, diese Energieanschlüsse? Ich glaube, die sind dafür gar nicht wichtig. Aber ich mach's trotzdem. Shepard ist halt gründlich. So, kann ich hier speichern? Jawohl. Nice. Kriegen wir jetzt wieder Giftgas? Oder, ah nee, jetzt kommt glaube ich irgendwas anderes. Drohnen oder so, oder... Kinetische Barrieren, dann sind Drohnen in der anderen. Glöbisch. Erstmal die Drohnen kaputt schießen. Das. Als ob uns die aufhalten können, also wirklich... Wunschdenken. Madame KI. Oder Herr KI. Man weiß ja nicht, wer da kommt.
Und da kommen hier gleich nochmal Drohnen, wenn ich hier raus will. Ich mach das auch schon mal kaputt. Was gemacht ist, ist gemacht. Boah, das ist schon ein bisschen nervig, ey, immer diese komischen Schutzschilde da kaputt schießen. Warum habe ich auf einmal so viele... Hä, wo habe ich die Granaten her? Man merkt, ich bin ein Spieler, der achtet auch sehr auf das, was ich dann immer irgendwie dazu bekomme. Wer das noch nicht gewusst hat, der, dem ist ja quasi nicht mehr zu helfen. Los, schneller, 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 schneller. Kann ich schon mal speichern? Ha! Zwei oder drei VI-Kasten sind offline. Was genau ist wahr? Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Das sehe ich eh nicht. So. Und jetzt schon drücken, KI. Und dann freuen wir uns. Dann haben wir diese Mission endlich geschafft. Und habe nur 33 Minuten gebraucht. Nein, nicht ganz. Eine halbe Stunde oder so. Glaube ich. Das geht ja sehr geschmeidig. So, jetzt ist natürlich schon wieder das Ding. Ich war da. Von da bin ich, glaube ich, gekommen. Wir fahren einfach mal hier hin. Aussteigen, wenn er noch fährt, geht nicht. Schade. So. Ein hartnäckiger sein, dann läuft das. Immer dieser Scheiß mit diesen Barrieren. Wer hat sich das nur ausgedacht? Die Chiffrierung zu gering. Man könnte meinen, man müsste mehr dechiffrieren können. Sehe ich aber komplett anders. Aber ich könnte mal kurz was gucken. Wir sind ja gerade hier unterwegs. Wir haben ja 6 Punkte. Also könnten wir verteilen. Sie hat 3. Dann bitteschön. R3, bitteschön. So.